Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 6. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Aber schau, wie unglaublich freundlich und göttlich Paulus hier gehandelt hat. Denk darüber nach. Apostel Paulus, der die Gemeinde gegründet hat. Paulus, der ein geistlicher Vater der Gemeinde war, der sich nicht nur um die Menschen, sondern auch um die Arbeit des Herrn dort kümmerte, hat jetzt zwei Frauen, die sich streiten. Er macht wirklich alles. Er schreibt sogar in seinem Brief, dass das Problem gelöst werden muss. Denk darüber nach. Oft, wenn sich zwei Personen streiten, was denken wir über diese beiden? Ah, warum sind sie so dumm? Was ist los mit ihnen? Sieh dir diese Menschen an. Aber schau, Paulus hat seine Achtung für sie nicht verloren, auch wenn sie sich stritten. Er ehrte sie, während er gleichzeitig darauf bestand, dass das Problem gelöst werden muss. Schau, was er anschließend sagt, nachdem er um Hilfe gebeten hat. Er sagt: Denn beide Frauen haben fleißig mit mir für den Preis gearbeitet und geholfen, die Offenbarung des Evangeliums zu verbreiten. Jetzt ändert sich also das Bild. Sie waren nicht einfach nur zwei Schwestern in der Gemeinde, sondern sie arbeiteten sogar mit ihm zusammen. Sie halfen, das Evangelium an der Seite des großen Apostels zu verkünden. Schau, das ist wirklich schön, das gefällt mir. Wenn man an der Seite eines so großen Apostels wie Paulus arbeitet, sollte man meinen, dass man etwas gelernt hat und sich nicht streitet. Er schrieb 1. Korinther 13 und lehrte uns, wie man liebt. In seinen Briefen und wenn man die Geschichte der Gemeinde studiert, findet man immer wieder das Gleiche. Er war ein außergewöhnlicher, freundlicher, liebevoller und fürsorglicher Mann. Wie können sich zwei Frauen, die eng mit einem so außergewöhnlichen Mann zusammenarbeiten, streiten? Denk darüber nach. 12 Männer waren mit Jesus unterwegs, der in vollkommener Liebe auf der Erde wandelte, und am Ende stritten sie sich noch immer. Wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen. Wenn wir in Christus wandeln, werden wir richtig leben. Wenn wir nicht in Christus wandeln, spielt es keine Rolle, was wir erlebt haben. Wir werden nicht richtig leben. Und das sehen wir in so vielen Leben der Christen. Dein Leben wird nicht das Ergebnis davon sein, mit wem du zusammen unterwegs warst. Dein Leben wird das Ergebnis davon sein, wie sehr du gelernt hast, mit Jesus in Intimität zu leben und die Prinzipien anzuwenden, die du gelernt hast. Offensichtlich haben diese beiden nicht angewandt, was sie von Paulus gelernt haben und wie sie ihn erlebt haben. Erinnere dich immer daran. Schlussendlich ist es deine Verantwortung, wie du dein Leben gelebt hast. Dein Leben wird sich nicht ändern, nur weil du Zeit mit bestimmten Menschen verbringst oder mit gewissen Leuten unterwegs bist. Dein Leben wird sich verändern, weil du gelernt hast, nach bestimmten Prinzipien zu leben. Der Apostel Paulus will sie ehren, weil sie mit ihm zusammen für das Evangelium gedient haben. Aber schau, es gibt noch einen anderen Grund. Er erwähnt Clemens. Er sagt: Zusammen mit Clemens und dem Rest meiner Mitarbeiter. Paulus hatte eine ganze Reihe von Leuten, mit denen er zusammenarbeitete. Sie arbeiteten nicht unter ihm, sondern mit ihm zusammen. Er nannte sie immer schon meine Mitarbeiter, was bedeutet, dass sie mit ihm zusammengearbeitet haben. Aber er hat einen noch wesentlich gewichtigeren Grund, warum er will, dass es ihnen gut geht. Der Grund ist,
All ihre Namen sind im Buch des Lebens geschrieben. Mögen wir diese Wahrheit nie vergessen, dass wir im Leben alle gleichwertige Geschwister sind, weil alle unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Darf ich dir etwas sagen? Im Buch steht nicht Pastor so und so, Apostel so und so, Prophet so und so. Paulus sagte nie, dass alle Titel im Buch des Lebens geschrieben sind. Er sagte, alle Namen. Paulus erinnerte die Gemeinde daran, dass wenn die Namen im Buch stehen, wir alle mit dem Blut Jesu erkauft worden sind. Das ist die Schönheit des Evangeliums. Das vollbrachte Werk Jesu hat meinen und auch deinen Namen in dieses Buch eingetragen. Unsere Namen stehen nicht im Buch, weil wir so viel für Jesus getan haben. Es ist ein Buch ohne Titel der Personen. Es ist ein Buch, in dem nur die Namen der Menschen stehen. Und der Einzige, der sich dafür rühmen kann, dass dein Name dort eingetragen ist, ist Jesus, denn seinetwegen steht dein Name im Buch. Ich möchte, dass du heute über Folgendes nachdenkst. Siehst du dich selbst über den anderen Menschen? Oder siehst du andere Menschen über dir? Wenn sie deine Brüder und Schwestern sind, hast du eine falsche Sichtweise. Denk daran, dass im Buch nur Namen stehen und alles auf Jesus zurückgeht. Bis morgen!